Dänemark will immer weniger Flüchtlinge aufnehmen. Das skandinavische Land möchte aus dem UNHCR-Programm ausscheiden, das vorsieht, dass das Land jährlich 500 Flüchtlinge aus Krisenregionen akzeptiert. Die Internetseite des Ministeriums für Ausländer und Integration zählt die von der aktuellen Regierung verschärften Gesetze. Es sind 67. Dahinter steht die liberal-konservative Ministerin Inga Stoiber, die sich gerne als politisch unkorrekt bezeichnet. Schon 2015 hat sie die Sozialleistungen für Asylbewerber gekürzt. Und Stoiber hat weitere Verschärfungen angekündigt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Argument der Regierung, Dänemark sei mit der Zahl der Asylsuchenden überfordert. 2017 gab es insgesamt 2800 Asylanträge. Amnesty International spricht von einem historischen Versagen.